Hallo, ein herzliches Grüß Gott meinerseits. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören. Meine Kollegin Frau Christina Wallenberger, die im Hintergrund die Technik überwacht, und ich, Sie kennen mich wahrscheinlich bereits. Mein Name ist Erika Rokita. Wir möchten Sie im Namen der Firma Multikraft zum Webinar gegen alles ist ein Kraut gewachsen sehr, sehr herzlich begrüßen. Das heißt, Sie werden heute wieder einiges über Kräuter erfahren. Aber diesmal in einem etwas anderen Zusammenhang. Das heißt, ich möchte Ihnen vermitteln, dass die Wildkräuter und die Gartenkräuter nicht nur für die Gesundheit des Menschen zuständig sind, sondern dass sie vor allem auch wertvolle Helfer und Heiler für die Gemüsepflanzen im Garten sind. Und in diesem Zusammenhang können natürlich auch die EM-Produkte von der Firma Multikraft eben als Boden- und Pflanzenhilfsstoffe und auch Pflanzenstärkungsmittel einen wirklich großartigen Beitrag leisten. Zunächst einmal möchte ich mit Ihnen, hallo, Frau Wagner, schönen guten Abend. Zunächst einmal, also möchte ich mit Ihnen überhaupt die Bezeichnung Kraut definieren. Das heißt, in der Botanik versteht man unter Kraut ganz was anderes als im umgangssprachlichen oder auch im medizinischen Bereich. Von der Botanik ist Kraut nichts anderes wie eine Wuchsform. Das heißt, alle Pflanzen nicht verholzen. Das heißt, Kräuter, es gibt also drei verschiedene Wuchsformen: Kräuter, Sträucher und Bäume. In dem Sinn, wenn Sie zum Beispiel an Lavendel denken, Lavendel hier übrigens das Kraut des Jahres 2020, oder das Heilkraut des Jahres 2020, das wäre in dem Fall ein Halbstrauch, weil er ja verholzte Stiele hat. Dann, ja, je nach Zugangs- und Herangehensweise gibt es hier unterschiedliche Definitionen. Das heißt, die einen werden wirklich sofort an Petersilie denken, an Lavendel denken, an Rosmarin denken und deswegen eben die Gewürzkräuter meinen, die man in der Küche braucht. Den anderen fällt vielleicht Frauenmantel oder Schafgarbe ein. Das Kraut, das ihm vielleicht schon einmal bei irgendeinem Wehwehchen geholfen hat. Also es sind die Heilkräuter, die dann in der Pharmazie Arzneipflanzen oder Drogen genannt werden und Medikamente, die eben aus Heilkräutern hergestellt werden, sind dann Phytopharmaka. Und letztlich geht es auch noch um die sogenannten Unkräuter. Die neutrale Bezeichnung ist Beikraut und dieser Begriff kommt aus der Landwirtschaft und aus dem Gartenbereich. Und dabei geht es um krautige Wildpflanzen, die sozusagen wirklich eine sehr, sehr hohe Anpassungsfähigkeit haben und sich deshalb sofort in neu zugänglichen Lebensbereichen gut einfügen und deswegen auch den Kulturpflanzen bei Weiden und haushoch auch überlegen sind. Und dieses Potenzial wollen wir uns heute näher anschauen. Ich möchte hier nur kurz eben auf diese Bilder eingehen. Das ist eben der Dill, der ist also ein einjähriges Gewürzkraut, dann eben Lavendel, das wirklich sehr heilsam ist, auch gut zur Schneckenabwehr. Sie können sich eine Sprühlösung mit Lavendel machen, mit ätherischen Ölen machen, um die Beete sprühen, dann werden Sie weniger Schnecken in Ihrem Gartenbeet vorfinden. Die Wegwarte habe ich deswegen zugenommen, weil es ist das Wildkraut des Jahres 2020, ist nicht wirklich im Garten zu finden, obwohl es jetzt schon sehr viele Gartenmischungen gibt, aber in Wildform findet man sie eher am Wegrand, zeigt auch sehr magere, verdichtete Böden an. Und dieses Wildkraut werden Sie wahrscheinlich alle kennen, das ist eben der Giersch. Der Giersch, der aber ein sehr wichtiges Heilkraut auch ist, bei Gicht, bei Rheuma, bei Übersäuerung, aber vor allem ein wunderbares Wildgemüse. Ja, fangen wir jetzt also wirklich sozusagen von hinten an. Ich möchte also wirklich in umgekehrter Reihenfolge vorgehen und zeigen, dass die Wildkräuter eigentlich unsere Verbündeten sind, dass sie Nahrung und Medizin für Mensch, für Tier, aber auch für die Pflanze und für den Boden darstellen und natürlich im gärtnerischen und landwirtschaftlichen Sinn eine Konkurrenz sozusagen zu den anderen Gemüsepflanzen darstellen. Und deswegen wahrscheinlich dann gejätet werden, ist auch verständlich. Nur wenn man im Buch der Natur lesen kann, dann würde man sozusagen bei einem massenhaften Auftreten bestimmter Pflanzen auch
das Ganze deuten und vielleicht Hinweise auf die Bodenqualität kriegen. Oder wenn man sich ganz gut auskennt, würde man das nach dem Jäten verkochen oder im Besen oder in anderem Fall vielleicht noch als Mulchmaterial oder Kompostmaterial hernehmen. Also ich habe Ihnen hier einige Bedeutungen aufgezeigt und wirklich möchte Ihnen wirklich ans Herz legen und vermitteln, dass das wesentlich mehr ist als nur ein lästiges Grün. Ich glaube, ein französischer Bodenforscher, der hat einmal gesagt, gern, Frau Birngruber, ein französischer Bodenforscher hat einmal gesagt, bedauerlich, dass der Mensch diese wertvollen Kräuter, die für uns so wichtig sind, als Unkräuter bezeichnet. Und mittlerweile kommt man ja von diesem Wort Unkraut weg und bezeichnet es als Beikraut. Weil man immer mehr diese bemerkenswerten Eigenschaften, die diese Pflanzen besitzen, entdeckt. Und wenn Sie wirklich sich die Mühe machen und die einzelnen Pflanzen auch wirklich kennenlernen, kaufen Sie sich auch Bestimmungsbücher dazu, Literatur. Sie werden wirklich eine Freude haben und es wird Ihnen auch sicherlich gut tun. Und es gibt auch sehr viele Bücher in Bezug auf Mischkultur, in Bezug auf Pflanzen, natürlichen Pflanzenschutz, um selber Pflanzenjauchen herzustellen. Dazu möchte ich Ihnen später ein bisschen was erzählen. Also wenn Sie dann diese Pflanzen kennen, wie zum Beispiel Rheinfarn, können Sie super Pflanzenjaucher gegen Schädlinge, gegen Läuse, gegen Ameisen und so weiter selbst herstellen und diese Schädlinge dann wirklich erfolgreich vertreiben. Die Wildpflanzen, wenn sie blühen, hier zum Beispiel der Quendel, Sie sehen hier vielleicht eine Biene, sind wirklich auch wertvolle Nützlinge und sehr wertvolle Bestäuberpflanzen, das heißt insgesamt natürlich für die Natur und für die Landwirtschaft wichtig. Natürlich sind sie auch Futterpflanzen für Haustiere, denkt an Löwenzahn, wenn Sie ein Kaninchen haben, wird das Tier sich oder Hühner über die Vogelmiere, also die Tiere werden sehr dankbar sein über dieses Zusatzfutter, das sie ihnen dann aus dem Garten bringen. Für uns Menschen sind es natürlich, ich habe die letzten Webinare schon darüber berichtet, eben wo es um die Mandelschutzmousse gegangen ist und im Frühling, wo es darum gegangen ist, das Immunsystem zu stärken. Sie können diese Webinare natürlich alle abrufen. Da geht es wirklich ums Verkochen. Das heißt, gehen wir gleich einmal weiter in die Küche, beziehungsweise zuerst vor die Haustüre in den Garten, schauen, welche tollen Gewächse vorzufinden sind, die man vielleicht morgen dann in den Menüplan aufnehmen kann. Und die natürlich auch eine wichtige Bedeutung haben für den Boden draußen. Das heißt, der Giersch, Sie sehen das Kraut hier und hier sehen Sie schon die Blüte. Sie können auch die Blüten verwerten, Sie können die Samen verwerten. Die Blätter verwende ich wirklich bis in den Herbst hinein. Und für den Boden haben Sie natürlich auch eine Bedeutung. Das heißt, sie sind Bodenanzeiger, sie sind Indikatorpflanzen, es ist wohl ein nährstoffreicher Boden ist, aber vielleicht etwas schattig ist und dass er vielleicht doch ein bisschen verdichtet ist, weil eben dieser Giersch mit seinen unterirdischen Rhizomen hier wirklich so ein bisschen den Boden durchlüftet. Der Beifuß, der ist natürlich ein gutes Gewürzkraut mit seinen Bitter, mit seinen Gerbstoffen, regt er die Verdauung an. Im Garten selber ist er so wie der Wermut vielleicht ein bisschen wachstumshemmend. Er wird auch immer ein bisschen abseits stehen und nicht direkt im Gemüsegarten von selber daherkommen. Die Gänsedistel finden Sie öfters gut zum Essen, auch immer wieder Blätter mit einbauen. Die haben sehr tiefe Wurzeln. Sie holen sich auch die Spurenelemente und Mineralien wieder aus dem Boden. Die Vogelmiere ist ja köstlich. Nur die Vogelmiere hat einen, wie soll ich sagen, einen Doppelgänger vor der Blüte. Da gibt es also wirklich Ähnlichkeiten, Verwechslungsmöglichkeiten mit dem Gauchheil. Allerdings in der Blüte ist das dann kein Problem mehr, der blüht rot oder blau und diese Vogelmiere weiß und sie brauchen keine Sorgen haben, sie brauchen nur die Blätter umdrehen. Auf der Unterseite der Blätter hat der Gauchheil so dunkle schwarze Punkte drauf. Er ist nicht wirklich sehr gefährlich, aber man kann schon Kopfschmerzen und Bauchkrämpfe davon kriegen. Dann die Nelkenwurz, der Löwenzahn, bekannt, Nelkenwurz ist ein super Heilkraut auch.
bei Diabetes, man nimmt es auch her bei Hämorrhoiden, man nimmt es her in einer Regenerationsphase, um sich wieder zu erholen. Das Franzosenkraut ist ein super Mineralieneinschleuser, also ganz viel Eisen, sollten Sie Eisenprobleme haben, also Blutmangel, Eisenmangel haben im Blut, super Kalziumlieferant, Phosphor, Stickstoff und so weiter. Das ist auf sehr nährstoffreichen Böden, aber teilweise schon fast ein bisschen im Übermaß vorkommen, kann es auch schon ein bisschen auf Stickstoffreichtum hindeuten. Das heißt, der Boden kann schon ein bisschen überdüngt sein. Ebenso der weiße Gänsefuß, die Milde, sehr gut zum Essen, gutes Wildgemüse, vielleicht nicht täglich und im Übermaß, weil es auch Oxalsäure enthält. Im Rasen selber gibt es weiterhin sehr, sehr viele gesunde Kräuter. Die Gundelrebe ist auch immer wieder im Garten selber zu finden, weil sie auch sehr nährstoffreiche Böden aufsucht, vielleicht ein bisschen im Schattingbereich, aber im Schattingrasen kommt sie auch vor und sie verwenden es bitte immer wieder als Würze und vielleicht machen sie ein Gewürzsalz damit. Und sie wird sehr häufig verwechselt mit dem kriechenden Günsel und dann, ich zeige Ihnen das dann, glaube ich, im nächsten Bild mit der Braunelle. Kein Problem, alle drei sind Lippenblütler, alle drei sind wunderbar zu essen, sind wunderbare Verdauungsförderer. Die Braunelle hat noch eine zusätzlich antivirale Wirkung. Wenn Sie Klee im Garten vorfinden, das kann oft so sein in Krautgärten am Rand dieser Gärten, das bedeutet, dass der Boden Stickstoff braucht. Ja? Und der Klee bindet, ja, Sie wissen, in den Wurzelbakterien Stickstoff. Und also über die Wurzelknöllchen, da lagern sich Bakterien ein und diese Bakterien binden dann den Stickstoff, geben die natürlich dann auch den Boden ab. Das heißt, es ist immer ein Zeichen, es braucht ein bisschen an organischen Dünger. Schafgarbe ist auch eine super Einschleuserpflanze für den Boden, Kalium, Calcium, Phosphor. Und hier sehen Sie Pflanzen, die eher im mageren Bereich vorkommen. Das ist vor allem dann der Toast, ist ein super, super Gewürz für Pizza, für Kräutersalz und auch sehr verdauungsfördernd. Also immer, wenn Sie irgendwas für Ihre Mitte brauchen zum Verdauen, sei es Leber, Galle, Milz, Bauchspeicheldrüse, das sind diese Kräuter bestens dafür geeignet. Und hier sehen Sie noch ein bisschen Gänseblümchen. Gänseblümchen zeigt immer einen verdichteten Boden an. Aber alle Kräuter sind gesund, bis auf den Gauchheil, würde ich sagen. Und sie sind gesund deswegen, weil sie einen riesigen Mineraliengehalt haben, also wirklich einen super Vitamingehalt, einen super Mineraliengehalt. Nämlich von Vitamin C her überhaupt nicht zu reden. Sämtliche Wildkräuter haben einen 6- bis 8-fach höheren Vitamin C-Gehalt als zum Beispiel der Kopfsalat. Da ist natürlich das Gänsefingerkraut am besten mit 432 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm Kraut. Nur zum Vergleich, Kopfsalat hat 10. Dann ist die Brennnessel super mit 333, dann das Knopfkraut, das Franzosenkraut ist auch sehr gut mit ungefähr 200, auch der Giersch, Vogelmiere, also alle weit drüber. Und was den Mineraliengehalt anbelangt, ist eben wunderbar mit der Schafgarbe, mit dem Franzosenkraut, was ich schon erwähnt habe, die Brennnessel selber. Und diese Pflanzen sind natürlich auch nicht nur für uns gesund, sondern auch für den Boden gesund. Die sind auch eben sogenannte Bodeneinschleuserpflanzen oder Mineralieneinschleuserpflanzen für den Boden. Diese Pflanzen sind immer Anzeiger, dass dem Boden etwas fehlt. Sie liefern es dem Boden und sobald der Boden genug von diesen Mineralien hat, verschwinden sozusagen diese Kräuter auch wieder. Das heißt, diese Geduld müsste man haben. Wenn man wirklich experimentieren möchte, kann man das natürlich bei einem Fleckerl-Gartenboden auch ausprobieren, aber beim Rasen geht es allemal. Und ich finde einfach im Sommer einfach öfters barfuß auch zu laufen, über die Fußsohlen, über den Schweiß werden eben ihre Substanzen abgegeben, also die eigenen Stoffwechselprodukte an den Boden abgegeben. Und ich finde einfach, dass die Wildkräuter darauf reagieren und wirklich von Jahr zu Jahr andere Wildkräuter dann auftauchen, wenn man etwas damit macht, weil man dann auch seine Ausscheidungen damit verändert. Also machen Sie etwas, verkochen Sie Aufläufe, Salate, Smoothies, Kräutersalz und natürlich heilende Wirkung, trocknen Sie die Pflanzen für Tees, machen Sie Tinkturen, was auch immer. Und das ist die Braunelle. Vielleicht kennen Sie die Braunelle, sollten Sie immer Halsschmerzen haben, Angina haben, Tendenz zu Fieberblasen, wunderbar, wunderbares Kraut gegen Herpes zum Beispiel.
Oder wenn Sie Hautprobleme haben, Ackerstiefmütterchen, Löwenzahn, der Verdauungsförderer, Spitzwegerich, eben bei Husten sehr, sehr gut aufgrund der Schleimstoffe, Käsepappel oder diese mauretanische Malve hat auch, aber vor allem die Käsepappel hat sehr viele Schleimstoffe, aber die verwendet man, also ich zum Beispiel lieber bei Magenproblemen, weil sie eben die Magenschleimhaut unterstützt. Also diese Pflanzen sind natürlich dann auch im Boden haben sie eine ähnliche Bedeutung, wie ich schon gesagt habe, aber ich möchte noch mal kurz zurückgehen, weil ich hier diese sekundären Pflanzenstoffe ein bisschen übersehen habe, weil die dann auch für den Boden und in weiterer Folge für die Natur draußen so wichtig sind, um die Schädlinge abzuwehren. Das heißt, zusätzlich zum Vitamin- und Mineraliengehalt haben die Wildkräuter noch sehr, sehr viele bioaktive Substanzen, Vitalstoffe, sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe eingebaut. Und diese sekundären Pflanzenstoffe haben wirklich eine großartige gesundheitsfördernde und heilende Wirkung. Und deswegen sollten Sie auch wirklich Salze, Tinkturen, Tees und so weiter machen, Salben auch machen. Und diese Heilkraft kommt aber letztlich auch den Pflanzen selber zugute. Das heißt, die Pflanzen haben ihre Hausapotheke ständig mit, um zum Beispiel nicht abzufrieren, um die Hitze besser zu vertragen, also um keinen Sonnenbrand zu kriegen, um nicht abgefressen oder angeknabbert zu werden. Sollte es soweit kommen, dann senden sie eben sofort bestimmte Stoffe aus. Es ist ganz interessant. Diese Stoffe locken dann sozusagen die Marienkäferlarven an, weil vorher haben die Verletzungen, die geschwächte Pflanze sozusagen schon die Läuse angezogen. Und aufgrund dessen, dass die Laus da ständig herumknappert, werden natürlich aus den Vakuolen verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, in erster Linie natürlich ätherische Öle frei, und die locken dann Nützlinge an. Also es herrscht da wirklich eine ganz, ganz interessante Wechselbeziehung zwischen Nützlingen und Schädlingen in der Natur draußen. Und ich finde, die Natur hat einfach immer eine Lösung. Und das geht dann so lange, bis das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Die Pflanze hat natürlich auch entsprechende Stoffe für die Wundheilung. Und wenn dieses natürliche Gleichgewicht wiederhergestellt wird, wenn man zum Beispiel der Pflanze über den Boden bestimmte Nährstoffe wieder zuführt, sie entsprechend Photosynthese betreiben kann. Und da spielt natürlich EM wieder eine große Rolle, weil hier von Seiten der Mikrobiologie auch die Abwehrkraft gestärkt wird, dann hat die Pflanze wirklich auch das Potenzial, diese Schädlinge abzuwehren. Das ist so ein bisschen auch im Zusammenhang mit EM, so ein Ort biologische Pflanzenschutzkontrolle. Das ist also wirklich eine ganz tolle und interessante Geschichte. Die Gemüse, und auf das möchte ich schon noch hinweisen, wenn Sie zum Beispiel nur Monokulturen im Garten haben oder nur im Gewächshaus die Pflanzen, dann haben diese Pflanzen natürlich überhaupt keinen Bedarf, so viele von diesen sekundären Pflanzenstoffen zu produzieren, weil sie ja nie Wind, Wetter, Sonne und so weiter ausgesetzt werden, dass sie nie diesen Stress sozusagen haben, und deswegen haben sie auch nicht diese Anpassungsfähigkeit. Sie haben wesentlich weniger ätherische Öle, sie haben wesentlich weniger Bitterstoffe, Gerbstoffe. Das schmeckt man dann natürlich auch beim Essen, und sie haben auch weniger feste Faserstoffe. Das heißt, die Pflanzen fallen teilweise einfach um, weil sie überhaupt nicht gesund sind. Und darauf kommt es eben an, dann letztlich diese Mischkultur dann auch einzuführen, dass man wirklich gärtnert mit Pflanzen, die sich gegenseitig fördern, die sich gegenseitig unterstützen, und dann eben noch zusätzlich die Kräuter, sowohl Wildkräuter als auch Gartenkräuter einbaut, aber natürlich in erster Linie Gartenkräuter, und mit den Wildkräutern vielleicht eher Pflanzenjauchen macht und natürlich dann auch noch mit EM arbeitet. Aber das ist wirklich eine ganz eine tolle und interessante Sache. Wollen wir jetzt aber weg vom Menschen gehen, raus in die Natur, in den Garten, ja, ein Großteil der Sachen habe ich eigentlich schon gesagt. Aber hier zusammenfassend sehen Sie, dass eben diese
Wildkräuter eben wirklich Zeigerpflanzen sind, dass sie Indikatoren sind, über die Bodenbeschaffenheit Auskunft geben. Es gibt da noch viele andere Pflanzen, die man interpretieren könnte. Wenn man einen sauren Boden hat, kommt dann vielleicht Ampfer oder Sauerampfer dazu. Das passiert dann eher draußen eben in der Wiese oder am Acker. Dann hier, Entschuldigung, es ist jetzt von selber weiter. Hier dann noch die Brennnessel. Brennnessel ist immer überdüngter, stickstoffreicher Boden. Aber wenn Sie wirklich die Gundelrebe, die Vogelmiere, ja, ein bisschen milde finden, dann haben Sie eigentlich einen sehr, sehr guten, nährstoffreichen Boden. Und das ist, wenn man wirklich auch permanent mulcht, fast immer der Fall. Aber wichtig ist wirklich, das zu interpretieren, nicht einfach nur auszurupfen, auszujäten, sondern wirklich zu interpretieren, was fehlt dem Boden, wenn dieses oder jenes Pflanzerl vorkommt. Und wenn man dann wirklich es jätet, es als Kompost- und Mulchmaterial verwendet oder eben dann mit den verschiedensten Kräutern, wenn ich Löwenzahn habe, wenn ich Schafgarbe habe, wenn ich Gundelrebe habe, dann kann ich auch einmal einen Tee damit machen und eben das wieder dem Garten zurückbringen, um eben auch den Boden damit zu düngen und die Pflanzen damit zu kräftigen. Das hier ist übrigens Rheinfarn. Rheinfarn ist nicht zum Essen, bitte, da ist leider giftig, das Thujon, aber es ist wirklich sehr, sehr gut, um Schädlinge eben abzuwehren und Schädlinge auch loszuwerden. Das ist der Beinwell. Beinwell ist eine super Kompostpflanze, hat sehr, sehr viele Mineralien. Wenn Sie Beinwell haben, einfach immer wieder auch Blätter auf den Kompost zu legen oder im Garten als Mulchmaterial herzunehmen. Und eben, wie gesagt, auch die Schafgarbe, die Brennnessel und so weiter. Warum habe ich hier einen Pfeil? Eben deswegen einfach hinzuweisen, ist ein ganz, ganz ein wichtiges Wildgemüse auch für uns Menschen. Machen Sie unbedingt was draus. Ich habe also wirklich das ganze Jahr über Kräutersalz mit Gundelrebe, mit Toast, mit Giersch, mit Brennnessel. Also wirklich, fangen Sie wirklich im Frühling an, bis zum Herbst fügen Sie die Kräuter hinzu und dann haben Sie alle Inhaltsstoffe, die der Körper braucht, darin auch enthalten. Hier noch weitere Zeigerpflanzen. Ich möchte gar nicht mehr so sehr auf das eingehen, weil die Zeit einfach schon wieder davon rennt. Das ist der stinkende Storchschnabel, den kennen Sie vielleicht. Der stinkende Storchschnabel ist auch das Kinderkriegkraut. Nur so nebenbei erwähnt, machen Sie einen Wein damit, trinken Sie am Abend einen Stammball mit Ihrem Partner, falls dies ein Thema sein sollte. Es zeigt im Garten einen nährstoffreichen, tiefgrünen, aber teilweise auch schattigen Boden an und manchmal auch ein bisschen zu kalkhaltigen Boden. Wenn Sie kriechenden Hahnenfuß haben, dann ist es der Boden eher verdichtet. Verdichtet ist auch bei Gänseblümchen und Breitwegerich meistens im Rasen zu finden oder eben auch am Rand von irgendwelchen Krautgärten. Und das einzige Unkraut, was ich nicht wirklich mag, das ist eben die Ackerwinde. Die Ackerwinde, mit der kann man nicht wirklich viel anfangen. Beikraut, Entschuldigung, weil die Ackerwinde giftig ist. Sie hat, glaube ich, sogar Herzglykoside, obwohl die nicht medizinisch noch verwendet werden. Sie wissen, also hier in der Medizin ist auch immer so eine Gratwanderung, was ist eine Giftpflanze, was ist eine Heilpflanze. Die Dosis macht eben das Gift. Sie wissen, das Digitalis ist vom Fingerhut. Fingerhut ist eine sehr giftige Pflanze, wird ja medizinisch bei Herzkranken verwendet. Aber sie würgt sozusagen auch die Gemüsepflanzen ab. Daher bitte wirklich ausstechen. Sie hat auch weitreichende Rhizome. Die Rhizome können bis 1 Meter tief da oder weit herumwandern. Daher wirklich ausreißen. Den Oberteil, wenn er nicht blüht, verwende ich es als Mulchmaterial und die Rhizome gebe ich aber weg. Hier sehen Sie die Gundelrebe und hier die Nelkenwurz. Ja. Das ist eigentlich schon, was man hier sieht, fast schon alles gesagt. Das heißt, im gärtnerischen Bereich, Landwirte, Gärtner werden das selbstredend machen. Sie werden also das jäten. Wenn Sie natürlich, ja, ich lasse trotzdem immer wieder einen Teilbereich stehen, weil ich es wirklich das ganze Jahr über zum Kochen auch verwende. Aber wenn sie stört, einfach ausrupfen, umdrehen, wie Sie hier sehen, und dann eben mit EM Aktiv und Therafert Boden in eine Sprühflasche geben und einsprühen.
Was brauchen Sie hier? Foxy Plus, einen halben Liter. Da geben Sie 2 Verschlusskapperl oder Sie können ruhig bei Mulchen etwas mehr geben. 5 Verschlusskapperl zum Beispiel vom EM Aktiv und 1-2 Verschlusskapperl von Terrafert Boden einsprühen, wenn Sie mehrere Unkrautpflanzen im Garten dann liegen haben, die als Mulch geeignet sind, und dann entsteht wieder sehr gute Gartenerde. Löwenzahn, der kann teilweise die Wurzel bis zu 1 Meter hinunter bohren, sozusagen in die Erde. Ackerschachtelhalm ist noch schlimmer, also der geht bis zu 2 Meter. Auch die Ackergrazdistel, aber das sind Pflanzen, oder der Ampfer, ein Horror für jeden Landwirten. Aber es ist immer ein Zeichen, dass die Mineralien, die Spurenelemente ausgewaschen sind, ganz tief im Boden, in den Boden hinuntergekommen sind und eben heraufgeholt werden müssen. Ja, als Mulch- und Kompostmaterial bitte keine Quecke auch. Das ist ein Gras, was also wirklich sehr, sehr viele unterirdische Rhizome bildet und auch schwer wegzukriegen ist. Und warum Wermut nicht auf dem Kompost, habe ich schon gesagt, weil er wirklich wachstumshemmend auch wirkt. Also er enthält Stoffe, das Thujon, was also für andere, auch für die Bakterien, nicht wirklich gut geeignet ist. Und damit kann also dieser Umbau im Komposthaufen nicht richtig funktionieren. Wichtig ist, dass man die Unkräuter vor der Samenreife jätet, weil sonst die Beikräuter, weil sonst eben die Samen dann wieder ausfliegen und sie haben im nächsten oder in den nächsten Wochen, Monaten und vor allem dann im nächsten Jahr umso mehr von diesen Beikräutern im Garten. Ja, das Gleiche gilt natürlich auch für die Gartenkräuter. Das heißt, nicht das Gleiche vom Wert natürlich. Auch die Gartenkräuter arbeiten über die Wurzeln und auch über die Oberfläche. Also das habe ich vielleicht gar nicht so sehr erwähnt bei den Wildkräutern, dass der Quendel, ganz viele sehr, sehr gut duften. Oder wenn der Toast, der wilde Majoran oder Oregano blüht, die duften, die ziehen natürlich dann auch die Insekten damit an und so weiter. Haben auch sehr, sehr viele ätherische Öle, die ganzen Lippenblütler. Und das machen natürlich auch die Gartenkräuter im Besonderen. Das heißt, die Arbeitsweise ist sehr ähnlich zwischen den beiden. Einmal über den Wurzelausscheidungen, Exudate, und dann oberirdisch über Farben, über Düfte, um die Bestäuber anzulocken, um Schädlinge abzuhalten, um auch sie vor pathogenen Keimen zu schützen. Vor größeren Schäden auch letztlich zu bewahren. Und es gibt natürlich einjährige Kräuter und es gibt ausdauernde Kräuter. Je nachdem werden sie dann auch in den Garten eingebracht. Ich werde dann gleich noch näher drauf eingehen. Ganz, ganz wichtig ist es, diese Kräuter dann letztlich in Mischkultur einzubauen. Das heißt, sie sind in dem Fall jetzt nicht wie die Wildpflanzen eine Konkurrenz zu den Gemüsepflanzen, sondern sie unterstützen sie. Es gibt da so Synergien, es gibt da eine Symbiose zwischen diesen Pflanzen. Das heißt, die Wildkräuter unterstützen eben mit ihren Stoffen, die sie über die Wurzeln abgeben, die Wuchskraft und die Gesundheit der Gemüsepflanzen. Es entsteht, wenn sie es richtig machen, eben ein harmonisches Miteinander, das den natürlichen Verhältnissen dann letztlich auch sehr ähnlich ist. Und ja, sie werden so gut wie keine Schäden haben, keine Schädlinge haben, wenn sie auch entsprechend Lebensräume dann auch für die Nützlinge schaffen. Aber es sollte wirklich so bunt wie möglich sein. So bunt wie möglich. Das heißt, Sie können in dem Fall ruhig auch, wie Sie hier sehen, Zierpflanzen einbauen. Früher diese Stockrose ist eine alte Bauerngartenpflanze, oder Kosmeen, oder vielleicht, ja, die Ringelblume ist sowieso ganz eine wichtige Sache. Aber die Tagetes sind in dem Fall ja eigentlich nicht wirklich ein Kraut. Aber sie haben ganz wertvolle Aufgaben im Boden, indem sie zum Beispiel die schädlichen Fadenwürmer anziehen und eben mit ihren Ausscheidungen kaputt machen. Das Gleiche machen übrigens auch die Ringelblumen.
Die Kapuzinerkresse können Sie auch immer wieder verwerten, als Tee aufkochen und eben zu den Pflanzen geben. Kapuzinerkresse ist übrigens eine Fangpflanze für Läuse. Das heißt, es gibt bestimmte Pflanzen, die Läuse sozusagen anziehen und damit eben die Läuse von den Gemüsepflanzen abhalten. Also wenn Sie Kapuzinerkresse neben einem Salat oder bei Rosen hinsetzen oder unter Obstbäumen hinsetzen, dann gehen die Läuse nicht auf den Obstbaum, sondern eben auf die Pflanze, und das ist dann eben für sie kein Problem, außer sie wollen es natürlich essen und verwerten. Dill ist auch ganz ein wichtiges Gewürzkraut. Das können, wenn Sie Möhren sehen oder Möhren zum Beispiel gehen dann leichter auf. Sie unterstützen die Keimfähigkeit. Man weiß auch, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Samen auch von einer Mikrobiologie, also von einem eigenen Mikrobiom umgeben sind, und diese Wurzelausscheidungen von diesen Pflanzen unterstützen sozusagen dieses Mikrobiom und damit eben die Keimung der entsprechenden Gemüsepflanzen. Dill können Sie so gut wie überall hingeben. Und die Blüten fördern natürlich dann auch die Nützlinge, aber bei der Gelegenheit möchte ich sagen, also keine kunstvollen gärtnerischen Züchtungen hier reinstellen, wo zum Beispiel die Staubgefäße in Kronblättern, in Blütenblättern umgewandelt sind. Da haben natürlich die Insekten relativ wenig davon. Übrigens, damit ich es nicht vergieße, es gibt einen wissenschaftlichen Ausdruck dieses positiven Miteinanders zwischen Gemüsepflanzen untereinander und eben Gartenkräuter und Gemüsepflanzen über diese Ausscheidungen. Das heißt Allelopathie. Ja? Das sind Allelopathie, dieses gegenseitige Helfen. Ist ein bisschen eine schwierige Bezeichnung. Ja, garteln Sie daher nach Lust und Laune, wenn möglich eben in Mischkulturmanier. Und das muss ich natürlich sagen, damit muss man sich schon ein bisschen beschäftigen. Es klingt am Anfang ein bisschen kompliziert, ist es aber letztlich nicht wirklich, wenn man sich da mal eingearbeitet hat. Aber ich muss Ihnen wirklich Bücher, Tabellen ans Herz legen, um hier nachschauen zu können und vielleicht sich auch über den Winter einmal vornehmen und Zeit nehmen, dass man so einen entsprechenden Plan ausarbeitet, wie man vielleicht im nächsten Jahr vorgehen könnte. Also ich kann jetzt wirklich nicht ausführlich über die Mischkultur sprechen, weil es läuft uns einfach die Zeit davon. Aber Sie kennen vielleicht die Bernadette Schützenhofer, ist wirklich eine sehr, sehr langjährige EM-Partnerin von Multikraft. Die arbeitet 15 Jahre in Mischkultur mit EM, sie mulcht, und man sieht hier wirklich eindeutig, dass, ich habe das letzte Woche aufgenommen, dass sie sich auskennt und dass eben, und das ist wirklich das Interessante, dass eben wirklich durch dieses jahrelange Arbeiten mit EM der Boden wirklich so gut ist, so gut humusreich und nährstoffreich ist, dass also wirklich über die Nährstoffe für alle Pflanzen in der richtigen Menge auch zur Verfügung gestellt werden, dass diese Abfolge, wie sie in den, diese wirklich strenge Abfolge, wie sie in den Büchern teilweise auch vorgestellt wird, gar nicht mehr so notwendig ist. Das heißt, experimentieren Sie wirklich. Ich finde einfach Mischkultur und EM, die sind einfach das Dreamteam, und da können Sie wirklich gesundes Pflanzenwachstum erreichen und sich wirklich bestens an diese natürlichen Kreisläufe auch orientieren. Man sieht hier zum Beispiel, Kartoffeln und Schnittlauch sind nicht unbedingt die besten Partner, aber es ist überhaupt kein Problem. Das Einzige, was die Bernadette selber mir gesagt hat, ist, dass sie im letzten Jahr vielleicht zu viel Zwiebelgewächse oder Lauchgewächse gesetzt hat, weil sie wissen, es ist auch die Fruchtfolge entscheidend. Das heißt, man sollte nicht jedes Jahr die Zwiebel an die gleiche Stelle setzen, sondern die haben teilweise eine Fruchtfolge von 6 bis 7 Jahren. Und nachdem man jedes Jahr eine Reihe weitergeht, wird sich das natürlich in diesem Fall nicht ausgehen, wenn hier Schnittlauch ist, hier ist Knoblauch. Daher
müsste man das 7 Reihen auseinanderhalten, nachdem das aber eine Gärtnerei ist und sie nicht den Platz dafür hat, experimentiert sie schon seit Jahren und sie sagt, mit EM und Mulchen geht es wunderbar, ist überhaupt kein Problem. Und sie arbeitet eben auch mit Ringelblumen, mit Kräutern. Hier bei den Erdbeeren ist dann teilweise noch Kamille dazwischen, aber natürlich auch Knoblauch und Dill könnte man auch dazugeben. Also wirklich Mischkultur. Ist wirklich eine ganz eine tolle Sache. Es ist letztlich wirklich ein buntes, stressfreies Miteinander, wo sich die Pflanzen gegenseitig unterstützen. Aber man muss natürlich ein bisschen kombinieren. Und diese Form des Gärtners geht natürlich auch auf der Terrasse, geht natürlich auch im Hochbeet oder im Glashaus. Nur bitte passen Sie auf, im Hochbeet wird es sehr, sehr schnell zu dicht, wie Sie hier zum Beispiel sehen. Ja. Daher im Hochbeet braucht man wirklich nur, oder kann man nur wenige Pflanzen unterbringen, vielleicht auch sich das Quadratgärtnern zu Gemüte führen, wo man sagt, man hat wirklich für eine Pflanze einen halben Quadratmeter Platz und das braucht man auch tatsächlich, weil Sie sehen, hier stoßen die Pflanzen zu dicht aneinander, dass sie irgendwann verletzt werden, dass sich genügend Feuchtigkeit dazwischen bildet und es kommen dann einfach die Schädlinge daher. Und Sie sehen hier natürlich auch, welche Pflanzen sich vertragen, welche nicht. Tomaten vertragen sich relativ gut mit vielen Pflanzen, nur nicht mit Kartoffeln. Also Nachtschattengewächse untereinander sind nicht wirklich so gut. Gurken und Erbsen sehr gut, aber zu Zwiebel, zu Möhren, Basilikum, zu Petersilie. Also vielleicht das können Sie sich wirklich merken, Allrounder sind. Das heißt, das sind Pflanzen, die man wirklich immer und überall hinsetzen kann und die überall hinpassen. Das sind Spinat, Mangold, Kohlrabi und Dill zum Beispiel. Und es gibt aber auch Einzelgänger und die habe ich aber schon erwähnt, glaube ich. Zumindest war das der Wermut. Dann das Liebstöckli ist auch so ein Einzelgänger. Das braucht also wirklich genügend Platz, 1 Meter um sich herum. Vielleicht haben Sie sich gewundert, dass das Liebstöckli bei Ihnen nicht wirklich wachsen will. Dann wahrscheinlich, weil eben der Raum um dieses Pflänzchen oder diese Pflanze herum viel zu klein ist. Und wenn Sie das dann mit EM kombinieren, das ist natürlich dann die beste Voraussetzung, um zu einer wirklich erfolgreichen Ernte zu kommen. Meines Erachtens ist das wirklich das Dreamteam für einen natürlich gesunden Garten, Mischkultur im Zusammenhang mit Kräutern und mit EM. Und durch den konsequenten Einsatz von EM kann dann letztlich wirklich das natürliche Gleichgewicht wieder also wirklich über die Mikrobiologie wiederhergestellt werden, sei es über den Boden. Sie wissen, im Boden ist das Rhizobiom oder die Rhizosphäre und dieses Phytobiom, das ist nichts anderes wie die Summe der Mikroorganismen, die sich im Bereich des Wurzelsystems ansiedelt, arbeitet also eng mit der Pflanze zusammen. Die Pflanze füttert sozusagen über entsprechende Ausscheidungen, über Zucker, über organische Substanzen, die Mikroorganismen und die Mikroorganismen liefern der Pflanze letztlich dann die entsprechenden Spurenelemente, Mineralien, Phosphor, Stickstoff, Kali und so weiter. Sowas nennt man Biocontrol. Die Pflanze kann dann wirklich besser wachsen, sie kann besser Photosynthese betreiben, sie kann besser Enzyme, Proteine und vor allem auch diese sekundären Pflanzenstoffe aufbauen. Sie ist von vornherein besser vom Immunsystem her aufgestellt und kann sich dadurch besser wehren. Und das sehen Sie alle an der Wuchskraft. Ja. Das ist einfach augenscheinlich, wie gesund die Pflanzen aussehen, wenn man wirklich konsequent mit EM rangeht, eben konsequent gießen. Sie kennen das, also, vielleicht vom letzten Webinar, wo es wirklich allgemein über EM gegangen ist. Besorgen Sie sich bitte auch die Gartenbroschüre. Gießen heißt wirklich auf 10 Liter Wasser geben Sie 40 Milliliter EM aktiv, einmal in der Woche und 20 Milliliter Terrafert Boden. Wenn Sie zum Beispiel mulchen, können Sie ruhig mehr EM aktiv geben. Da können Sie einen halben Liter bis Liter auf 10 Liter geben und 100 bis 200 Milliliter Terrafert Boden. Ebenso auf dem Kompost können Sie auch 1 Liter auf 10 Liter Wasser geben.
Und zum Einsprühen einmal in der Woche vorbeugend auf so ein Sprühflascherl Foxy Plus geben Sie wirklich 3, 4 Verschlusskapperl EM aktiv und jeweils ein Verschlusskapperl vom Therafert Blatt und MK5. Sie sehen das hier, die Dosieranleitung. Wichtig ist in der Früh, am frühen Morgen, vormittags, vor allem nicht mittags in der prallen Sonne, aber vormittags ist sicher besser, damit wirklich die ganzen Oberflächen auch bis zum Abend abtrocknen können. Also wenn Sie wirklich das konsequent anwenden, werden Sie mit hundertprozentiger Sicherheit nachhaltige Ergebnisse erzielen und Sie werden auch Freude mit Ihren Pflanzen haben. Nur als Beispiel, ich habe es Ihnen versprochen vom letzten Mal, dass diese Tomaten mit Basilikum und Petersilie habe ich wirklich vor 14 Tagen in diesen Topf eingepflanzt und jetzt nach 14 Tagen mit wirklich regelmäßiger EM-Anwendung gießen, sprühen und ich habe dann sogar zweimal mit Brennnessel-Extrakt-Schachtelhalm Extrakt eingesprüht, um eben die Pflanzen vor Kraut- und Braunfäule zu bewahren, vor der weißen Fliege zu bewahren. Also Tomaten haben ja relativ viel Schädlinge, aber hier eben in Kombination mit Basilikum, mit Petersilie und der regelmäßigen, konsequenten EM-Anwendung sollte es mir hoffentlich gelingen, wirklich einen guten Ertrag zu kriegen und dann eben ohne Schädlinge davon zu kommen. Das, was ich vom letzten Mal, weiß ich gar nicht, ob ich das so eingehend erwähnt habe, was mir wichtig ist, heute noch einmal zu erwähnen, ist, Sie sollten bitte, wenn Sie mit Bokashi arbeiten, ich arbeite ja gern mit Bokashi in Töpfen, wenn Sie mit Bokashi arbeiten, bitte die Pflanze nicht ins Bokashi reinsetzen, dass deswegen oben noch 20, 25 cm Schwarzerde und die Pflanze in die Schwarzerde setzen. Die Wurzeln dürfen bitte nicht ins Bokashi reichen, weil das wäre zu Beginn noch zu sauer für die Pflanze. Wenn die Pflanze sich gut etabliert hat, wenn sie angewachsen ist, wenn sie schon kräftig ist, also nach 3, 4 Wochen, so wie jetzt, ist es überhaupt kein Problem. Und jetzt könnte man wahrscheinlich in nächster Zeit zusehen, wie sie wächst. Sie kann jetzt wirklich aus dem Vollen schöpfen und alle Nährstoffe, die sie braucht, werden übers Bokashi dann zur Verfügung gestellt. Ich muss auch dazu sagen, zu meiner Verteidigung, wenn Sie glauben, das ist noch nicht so groß, es war die letzten 14 Tage relativ kalt bei uns hier in Oberösterreich und insgesamt ist im Garten eigentlich nicht viel gewachsen. Also es war also relativ ja, wenig, sage ich, weil einfach das Wetter noch nicht wirklich warm war in letzter Zeit. Also wir brauchen jetzt wirklich ein bisschen mehr Wärme für die Gemüsepflanzen. Zu den Kräutern. Boah, die Zeit vergeht. Entschuldigung, ich bin schon jetzt ein bisschen schneller dran. Also bei den Kräutern haben wir gesagt, die einjährigen Kräuter, die haben, ja, die brauchen überhaupt keinen eigenen Platz. Die können wir irgendwie zwischenbringen, zwischen die Gemüsebeete, zwischen die Gemüsereihen, im Gegensatz zu den ausdauernden. Also die ausdauernden Pflanzen, denen sollte man wirklich einen Platz geben, in Form von Reihen oder als eigenes Beet oder in Form der Randgestaltung. Und wenn Sie sich das wirklich ein bisschen, wenn Sie sich irgendwann einmal Zeit nehmen und auch Bücher besorgen, es gibt ganz tolle Bücher, ich kann Ihnen gerne auch Literaturhinweise geben dazu, können Sie also hier wirklich raffinierte Kombinationen im Garten dann auch gestalten, um letztlich eben möglichst gut und heil über die Gartensaison zu kommen. Basilikum ist wirklich so ein Allrounder gegen Mehltau, gegen die Fliege. Borage ist das Gurkenkraut, auch zu Zucchini, zu Kohlgemüse. Auch immer wieder die Blüten essen, nicht zu viel von den Blättern. Die Blättern enthalten Alkaloide. Aber die blauen Blüten sind auch teilweise gegen Trübsal, ja, oder leichten Depressionen. Dill habe ich schon gesagt, ganz wichtig, Dill vielleicht eben zur Möhre geben. Und Möhre und Zwiebeln sind ja sehr, sehr gute Partner. Die Möhre verhindert bei den Zwiebeln die Zwiebelfliege und die Zwiebel verhindert bei den Möhren die Möhrenzwiebel, die Möhrenfliege. Entschuldigung. Also ganz wichtig, besseres Auflaufen, besseres Aufkeimen und eben dann über die Wurzelausscheidungen auch bessere Abwehrkraft hinsichtlich beliebter Schädlinge wie eben Raupen oder auch Blattläuse. Petersilie ist zwar zweijährig, ich weiß das, aber ist auch ein beliebtes Beikraut zu anderen Gemüsepflanzen. Aber Vorsicht, es kommt immer öfter vor, dass die Hundspetersilie in die Nähe von
Krautgärten kommt, habe ich also wirklich schon mehrmals gesehen. Die Hundspetersilie ist wirklich giftig. Wenn Sie hier Sorgen hätten, dann vielleicht die krause Petersilie setzen. Aber wenn Sie sich die Mühe machen, es gibt eindeutige Unterscheidungsmöglichkeiten. Mehrjährigen Kräuter, Zitrone, Melisse, das sind ganz viele Kräuter, die eben ätherische Öle haben und durch die ätherischen Öle dann eben die Schädlinge abhalten. Sie können diese Kräuter auch unbedingt, sollten Sie sogar zu Rosen setzen, damit eben die Rosen weniger Läuse, weniger Sternrußdau, weniger Rosenrost zum Beispiel haben. Hier das Liebstöckel, sehr gutes Gewürz, bei uns heißt es das Magikraut, aber wie gesagt, im Garten hat es gerne seinen Platz für sich allein. Schnittlauch, gut zu Tomaten, zu Karotten oder Bohnenkraut hält auch die Läuse ab bei den Bohnen. Bohnen übrigens und Knoblauch nicht zusammensetzen oder Zwiebelgewächse, weil eben die Schwefelverbindungen im Knoblauch also diese Knöllchenbakterien ruinieren. Also es soll schon ein bisschen ein Wissen praktiziert werden. Wenn Sie so arbeiten mit Mischkultur und mit effektiven Mikroorganismen, dann werden Sie wirklich, wirklich eine Freude haben, weil Sie so viele Nützlinge auch in den Garten anziehen, die dann die Schädlingspolizei auch darstellen und Sie ja, so gut wie keine Probleme haben. Es bestehen wirklich ökologische Beziehungen, auf das möchte ich noch hinweisen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel im Juni vermehrt Schädlinge haben, vermehrt Läuse haben, dann ist das ganz normal, unter Anführungszeichen, weil nämlich in dieser Jahreszeit sich auch die Nützlinge sehr, sehr stark vermehren. Und nachdem es ökologische Beziehungen zwischen Schädlingen und Nützlingen gibt, weil die Nützlinge ja teilweise die Schädlinge als Nahrung brauchen, dann sind natürlich auch mehr Schädlinge da. Aber insgesamt, wenn Sie mehr Schädlinge haben, sollten Sie das auch deuten, indem Sie vielleicht erkennen, dass Sie den Boden aufbauen müssten. Der Boden ist ja der Darm der Pflanze, das Immunsystem der Pflanze. Daher, wenn Sie den Boden stärken, kann die Pflanze wieder besser aus dem Vollen schöpfen und dadurch kann die Pflanze natürlich auch wieder besser wachsen, hat sie eine bessere Abwehrkraft, ein besseres Immunsystem und das werden die Schädlinge nicht mehr schaffen. Also es ist wirklich auch eine Sinnhaftigkeit dahinter. Die Schädlinge deuten auch immer darauf hin, dass die Pflanzen nicht wirklich gesund sind. Wenn die Pflanzen keine komplexen Kohlenhydrate bilden, dann können sie auch von den Schädlingen besser verwertet werden. Das heißt, es ist immer auch ein Zeichen, dass es der Pflanze schlecht geht. Wenn sie die Pflanze stärken, können die Schädlinge mit der Pflanze nichts mehr anfangen. Es kommt dann, wenn Sie zum Beispiel, hier sieht man es gut, wenn Sie Raupen haben, gleich mal der Marienkäfer oder die Marienkäferlarve oder die Florfliege, die am Tag, die mit ihrer Larve, die am Tag mindestens ein paar hundert Läuse vernichten kann. Ja? Oder der Lederlaufkäfer, der die Schnecken vernichtet, Schneckeneier vernichtet und, und. Viele Regenwürmer werden Sie sowieso haben, wenn Sie konsequent mit EM arbeiten. Okay, also wie gesagt, Sie sollten auch die entsprechenden Lebensräume dann auch zur Verfügung stellen, damit eben die Nützlinge sich bei Ihnen ansiedeln. Man darf natürlich nicht vergessen, ein Garten ist immer ein künstliches Ökosystem, aber er fügt sich dann im Laufe der Jahre, wenn man also wirklich auf Chemie ganz verzichtet, und das hoffe ich doch, dass Sie das tun, und eben mit natürlichen Alternativen, wie zum Beispiel mit EM arbeiten, fügt sich dann dieser Lebensraum, dieser Garten dann wirklich wunderbar in die Natur ein und Sie kriegen wirklich innerhalb einiger Jahre ein Naturparadies mit vielen, vielen Lebensräumen für zahlreiche Nützlinge, die dann ohnehin die meisten Schädlinge regulieren. Und bei der Gelegenheit möchte ich kurz auf diese Pflanzenpyramide zurückkommen. Diese ist es wirklich, wenn man das verstanden hat, und das ist eigentlich nur eine Zusammenfassung von dem, was ich jetzt gesagt habe, dann weiß man auch, warum das Ganze funktioniert. Also sie zeigt wirklich nochmals die Grundregel, um richtig naturnah und biologisch zu gärtnern, und diese Pyramide berücksichtigt sozusagen alle Bedürfnisse
die die Pflanze braucht. Also es beginnt mit einem gesunden Boden. Da können wir mit unseren EM-Produkten natürlich auch wieder sehr, sehr gut beitragen. Über die Schwarzerde, über das Urgesteinsmehl, über das Keramikpulver, über Bokashi Terra als super Bodenstärkungsmittel und auch Dünger und diesen organischen Dünger, zum Beispiel TerraBest. Dann, wenn Sie richtig eben in Mischkultur arbeiten, wenn Sie die entsprechenden Lebensräume für die Nützlinge schaffen, wenn Sie auch immer wieder einmal mit der Haue drüber gehen, den Boden auflockern, dann brauchen Sie auch weniger Gießen, wenn Sie natürlich mulchen und so weiter und eben dann die entsprechenden Bodenpflanzen, Boden- und Pflanzenhilfsstoffe und Pflanzenstärkungsmittel eben anwenden. Wie gesagt, also einmal wöchentlich gießen. Die Konsequenz ist das Entscheidende, einmal wöchentlich mit diesen Dreier, in dieser Dreierkombination einsprühen und von Beginn an alle 10 bis 14 Tage entweder mit Schachtelhalm oder Brennnesselextrakt oder mit beiden drüber gehen. Je nachdem, ob es sich um Pilze handelt, dann ist es der Schachtelhalmextrakt. Wenn es sich um saugende Schädlinge handelt, eben wie zum Beispiel Läuse oder irgendwelche Fliegen oder Raupen, dann, also weiße Fliegen, Spinnmilben und so weiter, dann eben Brennnesselextrakt. Also das sind alles, und letztlich, es ist also noch nicht aller Tage Abend. Man kann selber einiges dazu beitragen, eben mit Jauchen, mit Auszügen, auf die ich dann noch kurz eingehen möchte. Und letztlich gibt es ja auch biologische Pflanzenschutzmittel, die eben wirklich biozertifiziert sind. Aber bevor man das macht und bevor man überhaupt zur Chemie greift, würde ich wirklich sagen, Geduld und Spucke mit Gelassenheit, vieles regelt die Natur auch von selber. Und wenn Sie wirklich mit Mischkultur arbeiten und gesund arbeiten, dann wird sich das wahrscheinlich von selber lösen. Nur es ist halt so, dass die Natur manchmal genauso wie wir Menschen in Stress kommen und aus dem Gleichgewicht geraten. Es gibt viele Gründe, wo dann die Pflanzen kränkeln, wenn man zum Beispiel im Sommer, es ist ja wieder eine sehr, sehr große Hitzeperiode angesagt oder vielleicht lange Regenperiode, was auch immer, oder Pflanzen sind verletzt worden, sie sind zum falschen Zeitpunkt zurückgeschnitten worden, die Geräte sind verschmutzt gewesen, es gibt irgendwo Fäulnis oder sie haben zu viel oder zu wenig Dünger bekommen, bitte. Oft ist auch der Fall, dass die Pflanzen zu überdüngt sind, sie entwickeln dann Angsttriebe, also wirklich weiche, lange Triebe, die hellgrün sind und das ist immer ein Zeichen, dass die Pflanze eben dann anfälliger wird für irgendwelche schlechten Keime und für nagende Insekten zum Beispiel. Okay, und schon ist es passiert, dass eben die unterschiedlichen Schädlinge im Garten sind, Raupen, also der Rüssler, ja, dann Dickmaulrüssler, die Maulwurfsgrille, also gegen manche Geschichten gibt es nicht wirklich eine Pflanzerl, aber Sie können es auf alle Fälle mit Holunder, Laub probieren, mit Wermutjauche oder Wermutpulver bei Ameisen, dann hier einfach mit Brennnesseljauche, Brennnesselextrakt von uns sprühen, das sind die Maikäfer, Larven, diese Engerlinge. Ja, da muss man vielleicht dann doch zu Nematoden greifen. Übrigens, da gibt es ähnliche, das sind dann die Larven des Rosenkäfers. Und wie erkennen Sie das? Die sind hinten ein bisschen dicker und wenn Sie sie auf eine Unterlage legen, dann krabbeln die auf den Rücken davon. Und wenn Sie diese Larven auch in Blumentöpfen. Ich habe zum Beispiel vor 3 Wochen, eben bevor ich diese Tomate angesetzt habe, in einen riesen Blumentopf bei mir ganz, ganz viele Larven vom Rosenblattkäfer gefunden. Und warum sind die, normalerweise sind die im Kompost, warum sind sie in der Gartenerde? Weil in der Gartenerde teilweise auch schon viele Holzfasern verarbeitet werden und die Käfer arbeiten einfach diese Fasern dort auf. Also bitte weg sammeln und sie dann auf den Kompost bringen. Nicht aber die Engerlinge vom Maikäfer, vom Junikäfer und vom Gartenlaubkäfer. Die sind dann wesentlich kleiner, nur circa 1 Zentimeter. Fadenwürmer, Wanzen sind nicht wirklich so schlimm, Mehltau, Schnecken, ja, das ist natürlich auch eine Plage. Also was immer es ist, die Natur ist aus dem Gleichgewicht geraten und man kann natürlich hier dann entsprechend eingreifen, aber bitte als erstes vielleicht wirklich an die grüne Medizin denken, eben
und natürlich an EM denken. Jetzt wirklich verstärkt und nicht wöchentlich, wie ich früher gesagt habe, vorbeugend oder alle 14 Tage mit diesen Extrakten, sondern wenn es wirklich soweit ist, kann man auch täglich oder jeden zweiten Tag drüber gehen und Sie werden dann merken, innerhalb von 1, 2, 3 Mal oder 4 Mal sprühen, tritt dann schon eine deutliche Besserung ein. Sie können auch selber einen Tee machen oder Sie setzen sich eben selber eine Jauche anmachen, einen Tee, eine Brühe, einen Kaltwasserauszug, auch Smoothies, also immer wenn bei mir vom Smoothie eine Flüssigkeit übrig bleibt, gebe ich sie sofort mit einem Schuss EM meinen Gartenpflanzen. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Geduld, ich bin dann gleich fertig. Habe schon wieder maßlos überzogen. Sie können aber gerne noch fragen später. Also ich stehe Ihnen Open End zur Verfügung. Ja, kurz möchte ich jetzt wirklich zusammenfassen, dass egal ob Jauche, ob Brühe, Sie können sie oder Tees, Sie können sie vorbeugend einsetzen. Im Frühling beginnen, regelmäßig ausbringen, eben zur Wachstumsförderung. Sie können sie in den Boden reingießen oder auch ganz fein einsprühen. Und wie gesagt, gleich wie bei MNI natürlich bei praller Sonne ausbringen. Und wenn Sie zum Beispiel Pilzbefall haben, die Blätter auch auf der Unterseite einsprühen, ist ganz wichtig. Die Jauchen können Sie auch als Dünger hernehmen. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Standarddünger. Dann gerne. Dann EM-Keramikpulver bitte ich Sie auch noch, wenn Sie wirklich zum Beispiel Pilze haben, Mehltau haben, sprühen Sie diese Pflanzen oder pudern Sie und streuen Sie die Pflanzen wirklich mit Keramikpulver dann noch ein, damit eben diese Pilzsporen nicht so leicht sich weiter verbreiten können, also in die Luft bewegen können und weiterfliegen können. Dieses Keramikpulver und das ultrafeine Urgesteinsmehl verhindert auch bei Raupen zum Beispiel Buchsbaumzünsler, dass die sich vermehren, die machen sich durch dieses feine Gesteinsmehl die Mundwerkzeuge kaputt. Wie Sie die Jauche ansetzen, ist wirklich ganz einfach. Die Jauchen sind wirklich die gängigsten Brühen, die man so herstellt oder gängigsten Kräuterauszüge. Sie wissen, also man sagt, ein Kilo Kraut auf 10 Liter Wasser, mit 10 Liter Wasser übergießen, dann ein bisschen können Sie ja Urgesteinsmehl drunter mischen, das wirklich die ersten 3 Tage hintereinander umrühren, ein bisschen offen lassen, also nicht ganz zudecken, damit die Gärgase weg können und dann nach 2, 3 Wochen, nachdem es nicht mehr schäumt und die Gärung abgeschlossen ist, können Sie diese Jauche hernehmen. Ich gebe auch immer ein EM dazu. Für mich ist das dann einfach wirklich das absolut Beste. Und dann dünge ich die Pflanzen damit im Verhältnis 1:10 einmal pro Woche. Und Setzlinge natürlich ein bisschen weniger. Also je kleiner die Pflanze, desto weniger zur Stärkung geben, also als Dünger natürlich die Setzlinge noch nicht, aber man sagt also wöchentlich 1:30, alle 2 Wochen 1:20 und alle 4 Wochen 1:10, also es wird immer mehr. Und natürlich auch zur Schädlingsabwehr einsprühen, hier können Sie dann 1:50, also 20 Milliliter auf 1 Liter Wasser hinzufügen. Sie können natürlich auch mit Beinwell eine Jauche machen. Beinwell ist super, auch Kompostpflanze, Einschleuserpflanze, super Dünger, auch für Starkzehrer, genauso eben wie die Brennnesseljauche, weil sie sehr viele Mineralien haben, beide. Die Beinwell beugt auch Pilzbefall vor. Und wichtig ist aber bitte, die Blätter des Beinwells sind unter Umständen wirklich mit dem Fingerhut zu verwechseln. Später, wenn sie blühen, natürlich nicht mehr, aber Fingerhut ist, wie Sie wissen, giftig. Die Brühen werden ähnlich hergestellt, aber das geht wesentlich schneller. 24 Stunden kalt ansetzen und dann abkochen. Hier werden auch diese bioaktiven Substanzen, diese sekundären Pflanzenstoffe besser zum Einsatz kommen. Das heißt, die Schädlinge werden diese Düfte besser wahrnehmen und werden dadurch eben abgelenkt bzw. haben überhaupt keine Lust, die Pflanze zu besuchen. Ackerschachtelhalm gegen Pilze, aber auch bei Tomaten eben diese Kraut- und Braunfäule, die Knollenfäule bei Kartoffeln, dann saugenden Insekten eher die Brennnesseljauche hernehmen, reinfahren, auch bei Ameisen, wenn Sie viele Ameisen haben sollten. Krähen ist super,
auch bei der Kräuselkrankheit, bei den Pfirsichen, da hat mir die Christine letztes Jahr auch erzählt, dass sie es bei den Pfirsichbäumchen hingesetzt hat, Krähen, um eben bestimmte Krankheiten vom Pfirsichbaum abzuhalten, und funktioniert offensichtlich wunderbar. Dann können Sie Eichenlaub, Birkenlaub nehmen. Also Sie können ganz, ganz viele Sachen für Brühen hernehmen, auch viele Kräuter. Bitte informieren Sie sich, es gibt hier wunderbare Tabellen dazu. Natürlich auch wieder unsere fixfertigen Kräuterextrakte, wenn Ihnen die ganze Arbeit dann zu viel ist. Die haben sich alle sehr, sehr bewährt. Da gibt es eben diese fertige Sprühlösung, die können Sie sofort hernehmen. Diese Extrakte geben Sie zur Sprühlösung mit EM Aktiv, mit Therafertblatt und MK5 dazu. MK5 hat übrigens Knoblauch drinnen. Knoblauch ist ein ganz super Repellent gegen Schädlinge, aber auch gegen Pilze. Daher immer auch, wenn Sie Schädlinge haben, können Sie ruhig ein bisschen verstärkt und vermehrt dieses MK5 dann auch einsetzen. Brennnessel, wie gesagt, gegen alle saugenden Schädlinge, Schachtelhalm gegen alle Pilzkrankheiten. Alle vorbeugend, alle 10 bis 14 Tage, und wenn es soweit sein sollte, täglich mehrmals oder jeden zweiten Tag hintereinander. Die Brühe oder Reinfahren habe ich hier zum Beispiel jetzt gerade angesetzt, geht sehr einfach, auch gegen Blutläuse, Schildläuse, auch wenn Sie Brombeermilben haben oder bei den Johannisbeeren irgendwelche Gallmilben drauf hätten, auch gegen Schnecken mögen reinfahren, Jauche auch nicht, eben aufgrund des Tuyons oder der Brühe. Brühe ganz einfach eben ansetzen, ich gebe immer eine Keramikpulver dazu und nach 24 Stunden oder 2 Tagen kurz abkochen und den Tee dann 1:10 verdünnt aufsprühen, und wie gesagt, ich gebe immer einen Schuss EM-Aktiv dazu. Dann gibt es noch den Kaltwasserauszug, der ist noch einfacher als die Brühe. Einfach die Kräuter 1 Kilo in 10 Liter Wasser ansetzen, wenige Stunden ziehen lassen, es darf noch keine Gärung eintreten, weil sonst würde dann eine Jauche entstehen, kräftig umrühren und unverdünnt oder 1:5 verdünnt dann ausbringen. Auch zur Schädlingsregulierung sehr, sehr gut geeignet. Können Sie auch wieder sehr viele unterschiedliche Kräuter hernehmen. Und was ganz gut ist, was ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist, dass, weil jetzt gerade der Baldrian blüht, sammeln Sie die Baldrianblüten, machen Sie eine Tinktur draus, eben in 40-70%igen Alkohol ansetzen. Sie nehmen einfach ein Glas, füllen es zur Hälfte mit diesen Blüten und schütten dann Alkohol drüber, bis die Blüten bedeckt sind. Lassen es wirklich 1-2 Wochen stehen, immer wieder schütteln und dann abseihen. Und wirklich im nächsten Jahr, wenn Sie die Pflanzen besprühen, die Tomaten, die Gurken, eben mit dieser EM-Lösung, EM-Aktiv, Therafertblatt und MK5, können Sie ruhig ein paar Tropfen Baldrian-Tinktur dazugeben. Sie werden merken, dass die Pflanzen mehr blühen, vermehrt Blüten machen und dadurch auch mehr Ertrag bringen. Die einfachste Form der Auszüge ist natürlich der Tee. Und wie gesagt, wenn bei mir ein Tee übrig bleibt, ich nehme immer den Rest und gebe es den Pflanzen. Da können Sie natürlich auch wieder in der Literatur nachschauen. Basilikum-Tee hilft eben gegen Mehltau, auch in Kombination mit Schachtelhalm-Tee. Schachtelhalm-Tee ist ja gut für Frauen ab 40 gegen Osteoporose. Da mache ich immer ein bisschen mehr und gebe es dann einfach unverdünnt oder eben leicht verdünnt zu den Pflanzen oder zu meiner Sprühlösung, zu meiner EM-Sprühlösung. Gegen Kartoffelkäferlarven geht Thuja, ist aber giftig, bitte. Reinfahren ist auch giftig, also diese Lösung mögen diese Larven nicht. Essigbaum ist bei uns ein Neophyt, der ist übrigens sehr gut, der ist sehr Vitamin C reich. Früher haben die Indianer diese Früchte für den Winter gesammelt und im Winter dann eben einen Vitamin C reichen Saft daraus gemacht. Dient zur Stärkung der Pflanzen, der Kartoffelpflanzen, und damit sind sie natürlich leichter, haben sehr größere Immunkraft gegen diese Larven. Da wichtig ist, wie Sie wissen, die Kartoffel im Frühling schon eben mit Keramikpulver beizen und dann wirklich gescheit mit EM-Aktiv und Therafert-Boden schon angießen. Kartoffelkäfer selber müssen Sie natürlich absammeln. Ja,
Hier einfach zu guter Letzt noch einmal eine Zusammenfassung, wie großartig uns die Wild- und die Gartenkräuter unterstützen können. Und ich möchte Ihnen zum Schluss noch hier zeigen, dass Sie wirklich auch die Nutzpflanzen, die Gemüsepflanzen insofern verbessern, auch für uns als Lebensmittel verbessern, indem sie einen besseren Geschmack haben und wirklich auch ein intensiveres Aroma haben. Und das möchte ich Ihnen hier an dieser Pyramide noch einmal vor Augen führen, weil nämlich durch Mischkultur mit Hilfe der Wild- und Gartenkräuter und auch eben mit Hilfe der Mikroorganismen die Pflanze jetzt wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Das heißt, dass über die Mikrobiologie im Boden auch wirklich alle Nährstoffe zur Verfügung gestellt werden, sodass ich, wie ich früher schon gesagt habe, die Pflanze wirklich eine super Photosynthese betreiben kann, damit komplexe Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate aufbauen kann, wirklich super Schwefel, Stickstoff zur Verfügung hat, um auch die Eiweißverbindungen zu erzeugen, die ganz wichtig sind für uns genauso wie für die Pflanzen und natürlich dann gute Zellmembranen zu entwickeln, wo sie die Lipide braucht und zu guter Letzt natürlich die eigene Hausapotheke aufzubauen, eben in Form dieser sekundären Pflanzenstoffe. Und wie ich schon gesagt habe, die Schädlinge können eben mit diesen Langketten, mit diesen komplexen Verbindungen und mit diesen vielen ätherischen Ölen nichts anfangen, weil sie ganz einfache Verdauungssysteme haben. Ihnen fehlen die Enzyme und deswegen lassen sie diese super gesunden, vor Kraft strotzenden Pflanzen einfach in Ruhe. Und das kommt natürlich letztlich auch uns zugute in Form eines gesunden Gemüses und gesunder Pflanzen. Ja, und hier sehen Sie noch den Garten von Multikraft, die Außenanlage, also wirklich auch ein Garten, der im Sinne der Natur und der Umwelt mit Hilfe von Kräutern, wo eben mit Hilfe von Kräutern und auch mit EM-Produkten gearbeitet wird und auch hier diese qualitativ hochwertigen EM-Produkte im Hintergrund hier auch produziert werden. Ich finde einfach, dass die beiden, also sowohl die Wildkräuter als auch die Produkte, wirklich zuverlässige Partner sind in Sachen Boden- und Pflanzengesundheit. Ja, in dem Sinn, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, Sie konnten sich einige Anregungen mitnehmen. Es waren einige Anregungen dabei, wie Sie wirklich naturnah und schädlingsfrei gärtnern können und wie Sie hoffentlich heuer zu einer erfolgreichen Gartensaison kommen und einer super, super guten Ernte. Und nachdem, wie ich schon gesagt habe, heuer eine große Trockenheit und Hitze vorausgesagt wird, damit Sie persönlich auch diese Hitze ohne Sonnenschäden zum Beispiel überstehen, lade ich Sie gleich zum nächsten Webinar am 17. Juni ein. Das macht meine Kollegin Frau Katharina Krebs und es geht dabei um Skinfood, soweit ich weiß, und um Hautpflege mit Bioemsan. Vielen Dank fürs Dabeisein und jetzt bitte, ich warte gerne auf Ihre Fragen. Danke für Ihre Geduld. Sie können mich natürlich auch jederzeit per E-Mail erreichen oder wenn Sie Fragen haben über info@multikraft.at. Das Webinar, ich kann mir vorstellen, dass da viele Informationen dabei waren, die Sie nicht wirklich alle aufnehmen konnten und umständlich können Sie jederzeit nachholen. Ich nehme an, dass es in 2 Tagen auf unserer Homepage steht. Gerne, Frau Wagner. Darf ich auch die Tomatenblätter spritzen? Eine Frage. Ja, also wirklich mit diesen Foxy Plus Sprühflascherln, die haben eine sehr, sehr feine Sprühdüse vorne drauf. Wenn Sie das in der Früh, in den Morgenstunden oder am frühen Vormittag ansprühen, also wirklich fein ansprühen, dann trocknet das sehr gut bis am Abend ab. Ist überhaupt kein Problem.
Sie können bitte auch aus den Tomatenblättern eine Jauche machen, beziehungsweise mit den Tomatenblättern die Tomaten selber mulchen. Diese Kraut- und Braunfäule, die ist ja unten im Boden drinnen auch, und diese Stoffe, die in den Tomatenblättern drin sind, halten, wenn sie gesund sind, das ist natürlich die Voraussetzung, halten auch diese Schädlinge ab. Und diese Tomatenblätter können sie auch zu Kohlgewächsen geben, hält auch den Kohlweißling oder die Raupen des Kohlweißlings ab. Es kann in der Natur wirklich alles verwertet und verwendet werden. Tomaten haben ja sehr viele Schädlinge, daher bitte, sie sind Starkzehrer, immer wieder auch düngen und eben diese Mischkulturen auch anwenden, die Kombinationen. Es gibt auch viele andere, die weiße Fliege geht gerne auf die Tomaten, die Grünkragenkrankheit, das sind die Tomaten werden dann nicht ganz reif, dann gibt es so Flecken auf den Früchten, unterschiedliche Pilze und so weiter. Also ist ganz wichtig, dass man die Tomaten gut mit EM auch versorgt. Ja, ich sehe gerade hier, ab morgen Mittag wäre das Webinar dann schon verfügbar. Können Sie es auch ruhig weitersagen, wenn Sie irgendwelche Bekannte haben, die sich für EM und fürs naturnahe Gärtnern interessieren, gern. Ein Buch, was ich auch sehr ans Herz legen kann, ist Gift, Gärtnern ohne Gift zum Beispiel. Hier ist es noch eine alte Auflage, aber das habe ich sehr häufig in Verwendung und es sind hier sehr viele Rezepturen drinnen, obwohl ich sagen muss, die Verdünnungsraten sind oder die Dosieranleitungen sind in den Büchern unterschiedlich. Sie sollten auch selber ein bisschen experimentieren. Was auch nicht schlecht ist, ist dieses Buch Ökologisch Gärtnern von Hans Wagner. Sonst gibt es noch, was ich hier habe. Dann gibt es natürlich viele Kräuterbücher und Heilpflanzenbücher. Hier ist auch recht ein nettes Buch, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Zeige es hier vielleicht einmal, falls Sie interessiert. So, sehen Sie dieses Buch ab, ups, ein bisschen seitenverkehrt. Da kann man dann richtig selber experimentieren mit diesen Blättern, ja, und schauen, welche Pflanze die Hauptpflanze vom Boden her unterstützt und welche von oben her unterstützt. Ist gar nicht so leicht, das hier zu zeigen. Ja. Das ist das Buch Erbse liebt Radieschen von Josie Jeffery. Finde ich sehr, sehr nett, dieses Buch. Gibt es keine Frage mehr? Also mit Mischkultur sollten Sie sich wirklich befassen. Es gibt so Tabellen, wo man immer wieder auch nachschauen kann, wenn man einfach schaut, was passt zum Beispiel Kohlrabi geht gut mit Bohnen, geht gut mit Erbsen, geht gut mit Feldsalat. Und also überall, wo ein grünes Kräuterl ist, passt es, wo ein rotes Kräuterl ist, geht es nicht. Und diese Mischkulturtabelle habe ich eben in meinem Gartenhäuserl aufgehängt und dann sehe ich einfach nach. Gerne. Herr Mutzke schreibt noch, vielleicht haben Sie im Chat auch noch einen wichtigen Ratschlag für alle Zuseher. Gerne.
Genau, Kräuter, die nicht gegessen werden, aus denen kann man eine Jauche machen. Man kann wirklich, wenn man einen Kräuterrasen hat, alle den Rasenschnitt einfach mal zusammen bringen, in einem Eimer mit Wasser übergießen und auch eine Jauche damit machen. Ausprobieren, experimentieren. Genau, vielen Dank für den Hinweis. Experimentieren Sie. Das ist das Wichtigste überhaupt. Tun Sie was damit. Und Learning by Doing, einmal wird es funktionieren, aus Fehlern lernt man. Und Sie werden sehen, Sie werden von Jahr zu Jahr besser, vor allem auch der Boden wird von Jahr zu Jahr besser, wenn Sie es richtig machen und wenn Sie voll und konsequent auch mit EM rangehen und es auch leben. Genau. Das ist wichtig. Wichtiger denn je. Wir müssen alle unseren Beitrag leisten. Gut. Vielen Dank nochmals fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Einen wunderschönen Abend noch und Ihnen einen schönen und erfolgreichen Sommer und eine erfolgreiche Gartensaison. Christine schreibt noch: Tschüss, liebe Grüße nach Kärnten, nach Deutschland. Traumhaften Abend. Vielen Dank, Frau Mutzke. Ihnen auch alles Liebe. Tschüss dann, auf Wiederschauen.